Komm, das ist deine Aufgabe. So unterschiedliche Mädchen, sie alle verfolgen das gleiche Ziel. Dich. Mich, genau, ich wollte gerade sagen. Echt so. Monika muss wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, um diese drei zu finden. Bruder muss los. Wahrscheinlich war auch das der Grund dafür, dass sie bei der Vorstellung mir vielleicht ein neues Mitglied gewinnen zu können, so aufgeregt und gut drauf waren. Mach mal die Augen auf da, Sayori, du siehst doch gar nichts. Und wenn ich immer noch nicht weiß, ob ich mit ihrem Interesse an Literatur auch nur im Entferntesten mithalten können werde. Wieso ist das, wie kam das eigentlich, dass das im Anime so oder generell in Cartoons so gang und gäbe ist? Weil das macht ja kein Mensch, ne? Kein Mensch redet mit geschlossenen Augen eigentlich. Ja, Stiefmütter. Aber es, ist auch nicht weird, das zu sehen, weil es normal aussieht. Ja, und Stiefmütter. Vielleicht, weil man so die Freude besser ausdrücken kann. Ja, wenn man lächelt, gehen die Augen ja zu. Weil die Augen werden ja ein bisschen kleiner, wenn man lächelt. Vielleicht ist das ja einfach nur aus. Dann das zu verdeutlichen. Ja, es weil ist aber Augen eher so, wenn du lachst sind. Zum Beispiel, dann hast du ja auch so einen kurzen Moment, wo du die Augen vielleicht mal zumachst oder so zuknallst. Und deswegen. Ja, vor allem you hat gar keine Augen, wenn sie lacht. Das ist richtig krass. Deswegen habe ich auch, woher das kommt. Deswegen habe ich auf Bildern immer die Augen zu, wenn ich versuche zu lächeln. Oh, nun, Chris, welche Art von Literatur liest du denn so gerne? Staub gerade auf meinem Gehirn. Ich gerade voll kenne. Die wichtigste Frage überhaupt. Das ist einfach so richtig. Nein. Ne? In Anbetracht der Tatsache, wie wenig ich in den letzten Jahren gelesen habe, das stimmt, habe ich darauf wirklich keine zufriedenstellende Antwort parat. Ero-Manga, ja. Dojinshi. Also, ich kann relaten bisher. Murmel ich halb im Scherz vor mich hin. Überraschenderweise scheint Natsuki Interesse daran zu haben. Hat er im Englischen nicht Manga gesagt? Ich glaube nur Manga. Ich glaube, er hat Manga gesagt. Deswegen hat sie aufgehorcht. Deswegen wundert mich gerade, dass er Dojinshi steht. Aber keine Ahnung. Es sah erst so aus, als ob sie etwas sagen wollte. Nee, aber anscheinend hat sie sich im letzten Moment doch dagegen entschieden. Sieht so cute aus, ne? Ja. Kann ich handeln. Nicht ganz der Leser, vermute ich mal. Naja, das kann sich ja noch ändern. Also ich lese sehr viel meine Dialoge, weil ich die testen muss. Was zur Hölle sage ich da bitte? Was er damit sagen wollte, war... Was zur Hölle? Hat man schon lange nicht mehr, Leute. Das vibriert immer noch in meinen Ohren. Ohne groß darüber nachzudenken, habe ich einfach drauf losgeplappert, nachdem ich Yuris trauriges und niedergeschlagenes Gesicht gesehen habe. Aber egal, was ist mit dir, Yuri? Lass mich überlegen. Gedankenverloren fährt Yuri mit ihrem Zeigefinger den Rand ihrer Tasse entlang. Meine Favoriten sind meist Romane, die tiefgründige und komplexe Fantasiewelten erschaffen. Den Grad an Kreativität und Kunstfertigkeit dahinter finde ich atemberaubend. Und eine gute Geschichte in so einer fremden Welt zu erzählen, ist gleichermaßen bewundernswert. Ich kann die Maus eigentlich ausblenden, Leute, oder? Ich brauche ja nicht wirklich... Also ihr müsst sie ja nicht sehen, ne? Merke ich gerade so. Mal. Nicht jetzt. Ja. Lesen scheint eindeutig ihre Leidenschaft zu sein. Ohne Unterbrechung setzt sie ihren Monolog fort. Zunächst hielt sie einfach für eine etwas schüchterne Person, aber so wie sie gerade ihr Blick aufgehellt hat, interessiert sie sich wohl lediglich mehr für Bücher als für Menschen. Gott, die Klischees. Doch weißt du, ich bewundere viele Dinge. Geschichten mit tiefgründigen und psychologischen Aspekten ziehen mich durchaus auch in ihre Welt. Ist es nicht unglaublich, wie ein Autor absichtlich ein mangelndes Vorstellungsvermögen zu seinem Vorteil nutzen kann, um dich komplett aus dem Konzept zu bringen? So hat gesagt, ich habe keine Fantasie. Bitch! Ja. Wie dem auch sei, in letzter Zeit lese ich sehr viel Horror. Ich habe dich was gefragt. Ah, ich habe auch mal ein Horrorbuch gelesen. Die Gebrauchsanleitung von der Xbox One, die nicht funktioniert. Verzweifelt suche ich nach irgendeiner Idee, um das Gespräch aufrechtzuerhalten. Idee? Wenn es so weitergeht wie bisher, könnte sich Yuri auch gleich mit einem Stein unterhalten. Oh, wirklich? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Yuri. Irgendwie kamst du mir immer ein bisschen zartgesalteter vor. Könnte man meinen. Doch wenn mich eine Geschichte zum Nachdenken oder in eine andere Welt bringt, kann ich einfach nicht davon ablassen. Surrealer Horror ist oft sehr erfolgreich darin, deine Perspektive auf unsere Welt zu verändern. Auch wenn nur für einen kurzen Moment. Oh,
She cute. Wanna protect. Oh, warum das? Weil sie cute ist. Also ich... Ich könnte schwören, dass mir Natsuki gerade für den Bruchteil einer Sekunde einen merkwürdigen Blick zugeworfen hat. Was denn? Das ist egal. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich kenne ein paar Sachen in dem Spiel. Sagen wir so. Ist egal. Nein, ist nicht egal. Wir haben es gefragt. Wir haben es geantwortet. Ah, stimmt ja. Du schreibst lieber über nette, freundliche Dinge, nicht wahr, Natsuki? Also ich... Woher hast du diese Idee? Idee. Idee? Idee. Ich bin immer auf sie zeigt, so. Du hattest nach unserem letzten Treffen einen kleinen Notizzettel liegen lassen. Wenn ich mich recht entsinne, hast du an einem Gedicht namens... Sag es nicht! Don't say it! Oh, dieser Cute-Fänger, ich habe so eine Schwäche dafür. Und gib ihn mir zurück! Okay, wenn du unbedingt willst. Deine Törtchen, deine Gedichte. Alles, was du machst, ist genauso süß wie du. No. Also, Sayura hat sich langsam an Natsuki herangeschlichen und legt ihr von hinten ihre Hände auf die Schulter. Hat Yu auch einen cute Fang, ja? Ich bin nicht niedlich! Ich hatte mal, aber die sind leider abgestumpft. Was? Ich hatte mal unsere spitze Zähne hier. Aber die sind abgestumpft. Was passiert? Oh, ich hab rechts gedrückt aus Versehen. Der Chat gerade wieder. Ja, let's go, Chat! Ja! Natsuki, du schreibst Gedichte? Hm? Naja, manchmal, schätze ich. Warum interessiert dich das? Ich finde das ziemlich beeindruckend. Warum zeigst du es jetzt nicht mal? Niemals! Nein! Wollt sie damit sagen? No. Zur Gelegenheit verpasst? Nein. No. Natsuki wendet beschämt ihren Blick ab. Ihr würdet sie niemals mögen. Ah, nicht zuversichtlich genug. Ich verstehe sehr gut, wie sich Natsuki fühlt. Um dieses Niveau an Literatur mit anderen zu teilen, braucht es mehr als nur Zuversicht. Ich sehe mich an meine Schwester. Sie regt sich auch mal auf, wenn man sagt, dass sie niedlich oder süß ist. Dabei ist sie schon süß. Also, du redest von dir, du hast doch keine Schwester. Ja, ich hab nur vorgelesen, ich hätte gerne eine kleine Schwester gehabt. Ja. Die wahrhaftigste Form des Schreibens ist die, an sich selbst zu schreiben. Kakashi, kannst du ja mal Grüße von dem Stream ausrichten, dass sie ganz, ganz niedlich ist. Freut sie sich bestimmt. Oh Gott. Ja, sie ist super süß. Cute Fang, das sieht aus wie eine Schlangenzunge. Ja. Du musst bereit sein, dich deinen Lesern zu öffnen, deine Verletzlichkeit zu zeigen und die tiefsten Winkel deines Herzens zu öffnen. Ja. Du hast also schon Erfahrung, was das angeht, Yuri. Vielleicht könntest du ja mit einem guten Beispiel vorangehen und Natsuki dadurch ermuntern, ihre Arbeit mit uns zu teilen. Könnte auch ein Smiley sein, so ein Alien-Roboter oder so, oder? Ja. Das, was da steht, könnte ein Smiley sein. Ja. Ein Alien-Roboter. Hallo Akame. Du bist zu spät. Los, Akame. 10 Clips nachholen. Hallo. Ich schätze, das gilt auch für Yuri. Oh, ich genau, doch, Gordon, Mr. Destructroid. Ich wollte doch die Gedichte von allen lesen. Also vom ganzen Chat hier. Einen Augenblick lang umgibt uns nichts als Schweigen. Chat, ihr seid gefragt. Schickt mir eure Gedichte. Hey, mir ist gerade eine großartige Idee gekommen. Warum machst du das? Ich wollte nur gucken, wie sie aussieht zu kommen. Mir ist eine großartiges Idee gekommen. Was haltet ihr davon? Da ist das voll überschritten. Guckt, ne, oder? Was? Nett. Hä, war da nicht eben noch Text da vorne? Ne? Nein. Okay. Natsuki und Yuri sehen Monika fragend an. Lasst uns für heute alle nach Hause gehen und in Ruhe ein Gedicht schreiben. Und wenn wir uns dann beim nächsten Mal treffen, können wir unsere Werke miteinander teilen. Doki Doki gibt es gleich auf Deutsch. Ja, richtig. Quasi müsste bald veröffentlicht werden. Also im Laufe dieses Streams noch. Aber noch müsst ihr bei mir zugucken, denn ich bin der Einzige, der es auf Deutsch hat, okay? Ich hab keine Ahnung, warum. Ich kann euch ja mal... Theoretisch könnte ich ja auch eigentlich mal den Discord, ne, mal sagen, wo das... Ich nehme an, dass es über den veröffentlicht wird, oder? Ja, auch mit unter. Also, die haben ja eine Webseite. Ach so. Ja. Das ist ja noch praktischer. Ja, da ist auch...
offen ist. Oh, warte mal, ich kann mal gucken. Könntest du bitte vorlesen, was da steht? Nein, kann ich nicht, weil ich muss mal schnell was gucken. Okay. So, jetzt bin ich wieder da. Dadurch hat keiner von uns einen Vor- oder Nachteil. Klonk. Klonk. Mach mal weiter, bitte. Wie schläfst du so schön? Das sieht nicht so angenehm aus für den Stream gerade, möchte ich mal anmerken, ne? Die Maus liegt in meinem Schritt, müsst ihr wissen, und man sieht es halt nicht in der Cam. Und man sieht nur sie so richtig schön herzhaft einfach dahin graben. Mann! Ja, genau! Das ist wieder Mr. Destructroid. Ja, so machen wir es! Und da wir jetzt nun auch ein neues Mitglied haben, genau, Sky, Gelegenheit auch gleich auf Minuten, einander besser kennenzulernen. Entspann dich, Mann. Ich hab Bock auf ein paar Nüsse. Siehst du? Hier ist mit dem Raum, das ist auch. Siehst du das auch so, oder, Chris? Ja. Direkt geklippt, perfekt. Monika wirft mir schon wieder eines ihrer umwerfenden Lächeln zu. Meine Scheiße. Wirft mir ein umwerfendes Lächeln zu. Umwerfen, aber nicht auf die Art, die du gerne hättest. Warte mal, ich glaube, ich vergesse eine winzige, aber trotzdem bedeutende Sache. Mich. Ja. Steht ja winzig, aber bedeutsam. Total. Ich spiel weiter. Witze erklären, Leute, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. 1A Spitzenklasse, würde ich sagen. Was für eine denn? AKW-Botank. Jetzt, wo sich der Kreis... Was? Jetzt, wo sich der Kreis geschlossen hat und es wieder um die ursprüngliche Frage, nämlich ob ich dem Club beitrete oder nicht, geht, lege ich die Fakten schonungslos auf den Tisch. So! Ich habe nie gesagt, dass ich eurem Club beitreten würde. Damn it. Verdammter Lügner. Sayori hat mich vielleicht dazu überredet, kurz vorbeizuschauen, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich möchte mir noch ein paar Clubs anschauen und Alter, mit einem Mal bleiben mir die Worte im Hals stecken. Alle vier sehen mich mit unglaublich niedergeschlagenen, traurigen Augen an. Chat? Ich sehe keine traurigen Augen im Chat, da bin ich safe. Die sehen mich alle anstarren, ey. Okay, jetzt sehe ich da auch traurige Augen. Hm. Okay, Alter. So, ich schick dir Monika. Ja, warte. Sie schickt mir gerade noch die Seite. Ja, aber... Bitte verzeih mich, ich dachte... Alter, runtergehen. Junge, der Club hat drei Hotte Girls und Sayori, komm schon. Alter! Sayori ist cute. Cool. Ja! Gegen diese Mädels bin ich vollkommen machtlos. Wie zur Hölle soll ich denn eine rationale Entscheidung treffen, wenn mir so etwas entgegenblickt? Was? Wer sagt das gerade? Die gucken doch gar nicht ihn an, die gucken keine weg. Die gucken alle weg, wollte ich gerade sagen. Ist voll gelogen. Ja, der meint ja auch. Ja, eben. Andererseits, wenn ein, zwei Gedichte zu schreiben der einzige Preis dafür ist, dass ich jeden Tag meine Zeit mit diesen Schönheiten hier verbringen darf, dann... Spacken, ey. Alter, der gönnt sich richtig das Single-Life, Leute. Ja. Der hat Nahrung. Genau. Okay, ich hab mich entschieden. Ich werde dem Literaturclub beitreten. Nach und nach hellen sich ihre Mienen wieder auf. Yay! Hurra, ich bin so froh! Sayori schießt mich in ihre Arme und hüpft aufgeregt auf und nieder. Hey. Hanzo. Please switch. Please, Hanzo. Alter, wie Sekunde. Chris, please join. Für einen Moment hast du mich wirklich erschreckt. Wenn du nur für die Plätzchen gekommen wärst, wäre ich super angepisst. Plätzchen? Auf einmal sind das Plätzchen. Deine Haare. Das wäre dann auch geklärt. Und jetzt, wo es offiziell ist, noch ein weiteres Mal. Sie in Forderung drängen. Mädel, bleib mal. Chill mal. Herzlich willkommen im Literaturclub. Alles klar. Danke. Unser so. Okay, allerseits. Und weg. Geschnipst. Alle weg? Hanzo, würdest du bitte den Club wechseln? Ich schätze mal, dass wir damit unser heutiges Treffen mit einer guten Nachricht beenden können.
Bitte denkt alle daran, eure Aufgabe nicht zu vergessen. Schreibt ein Gedicht und bringt es zu unserem nächsten Treffen mit. Kann ich ja nicht speichern, falls mein PC abstürzt oder so. Ja, deutlich speichern. Save it. Yes. He's saved. Wo sollte der PC abstürzen? Wir hatten neulich bei Metal Gear 2 Stromausfälle. Ach ja. Ich will mich nur netterweise daran erinnern. Ja, aber du weißt ja nicht, ob jetzt, keine Ahnung, irgendeine Scheiße passiert. Ja gut, ich lüge gerade nicht, also. Wieder einmal wirft der Monika einen vielsagenden Blick zu. Was sagt er denn? Ich freue mich wirklich sehr auf deinen Beitrag. Boah, ich freue mich lieber auf Deckers Beitrag, er spendet 600 Bits. Oh, shit. Dankeschön, Decker, vielen Dank. Gut gemacht. Gut gemacht, toll. Soll ich jetzt auch mal sagen, so, danke für die Bits, Gecker. Ja, danke. Danke für den Resub. Ja! Ob meine bestenfalls durchschnittlichen Schreibskills wohl jemals dazu ausreichen werden, Monika, den Star unserer Schule, beeindrucken zu können? Aha. Ich fühle doch jetzt schon, wie Anspannung in mir wächst. Bruder, das ist nicht die Anspannung, die da wächst. In der Zwischenzeit haben die anderen ihr Gespräch fortgesetzt und Juri und Natsuki währenddessen den Tisch abräumen. Hey Chris, wo wir schon beide hier sind, wollen wir zusammen nach Hause gehen? Okay, stimmt ja. Dass Sayo in letzter Zeit aufgrund ihres Clubs immer länger in der Schule blieb, ist schon Ewigkeiten her, dass wir zusammen nach Hause gegangen sind. Klar, von mir aus. Was soll denn das für ein Donus jetzt, Leute? Ich verstehe das nicht. Ja, nahezu danke für die Bits noch. Danke für 250 Bits dazu, vielen Dank. Takumi, das wollte ich eigentlich noch selbst machen, aber ist jetzt okay. Da könnt ihr es ja runterladen, Leute, den Page. Aber zum Ende des Streams werde ich das auf jeden Fall auch nochmal selber teilen. Mit diesen Worten verlassen wir den Clubraum und machen uns auf den Weg. Die ganze Zeit über wandert mein Geist von einem Mädchen zum anderen. Oh boy. Sayuri. Jetzt kommt das Menü. Okay. Natsuki. Juri. Und natürlich Monika. Ob ich wohl wirklich glücklich damit werde, jeden Tag nach der Schule meiner Freizeit in einem Literaturclub zu verbringen? Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja die Chance, einem dieser Mädchen näher zu kommen. Wundervoll. Nun denn. Das Wichtigste ist, dass ich das Beste aus meinen Umständen mache. Und dann wird mich das Glück schon ganz von alleine finden. Und ich schätze mal, dass der erste Schritt darin zu bestehen, heute Abend ein Gedicht zu schreiben. Jetzt war's richtig. Da hat noch ein Dein gefehlt, aber ja. Es ist Zeit, ein Gedicht zu schreiben. Wähle Wörter, bei denen du denkst, dass sie deinem Lieblingsclub-Mitglied gefallen. Etwas Gutes könnte mit der Person, der dein Gedicht am besten gefällt, passieren. Wuhu! Kann ich jetzt wirklich was schreiben? Nee, du kannst die Dinger anklicken. Oh, was hast du getan? Was ist passiert? Klicke mal. Okay. Ja. Ich wollte Hallo Na schreiben. Ja, kannst du nicht anklicken. Passiert was, muss wenn halt ich da draufklicke? Du musst Wörter wählen, von denen du denkst, dass sie passen. Ist das Wort jetzt direkt ausgewählt, wenn ich draufklicke? Nee, doch ja. Ich will die da beeindrucken. Dann? Die mal, ist... Was dir gefällt, das ist eine Zunderin, ne? Sondern laut. Die süße Sachen mag, ja. Das ist Marlene im Feuerrot. Bad oder Band? Band, glaube ich. Band, ja, genau. Feuerrot. Schokolade. Yay! Leidenschaft. Was hab ich jetzt? Von nix. Von jeder hast du einmal. Ja. Echt? Ja, ja, weil jedes Mal, wenn sie ausspringt, dann ist das Wort für die gewesen. Ach so, ja. Krank. Boah, was weiß ich denn? Sie ist besonders. Ja, fuck! Das hat vorhin aufgepasst, was die gesagt haben. Ja, so. Ja, ja. Das war ein bisschen schwieriger bei den beiden. Gerade bei den zwei Linken finde ich es ein bisschen schwieriger. Zorn! Okay! Die Horror-Tante halt. Wie
wirklich. Ich wüsste es wahrscheinlich nicht. Wobei, nee, wüsste ich auch nicht hundertprozentig. Farbe vielleicht. Ja, hätte ich auch gesagt jetzt. Fuck! Da, das ist ziemlich offensichtlich. Ja. Warte. Urlaub, Reise, Feder, jämmerlich, Friesen, überspringen, Anime, Tränen, Liebe. Das ist offensichtlich für euch, Liebe. Keine Ahnung. Sagt's also mir. Wenn du die Rosanne haben möchtest, dann wäre Anime. Ja, Poggers. Urteil und Reden, Analyse, entschlossen, ruhig. Launisch, Bett, Pfeifen, Lieblichkeit, Atmosphäre. Also sie ist launisch, aber wenn ich das jetzt sage, würde sie das wahrscheinlich nicht gut finden. Keine Ahnung. Funktioniert das so? Also ich meine, das ist ein Begriff, der zu ihr passt. Das ist halt sehr schwierig. Emotionen, Schmerz, Narben. So. Rosa. Emotionen sind eher so Juris. Glänzen, ja, also Lutscher. Ja, geil. Anstupsen. Zucker. Ja. Sonic, Rock, Häschen. Häschen. Ja, ja, ich hab Lauf. Ja. Ich hab ein bisschen Lauf. Papa, Traum, Philosophie, Marshmallow. Oh mein Gott. Doki Doki. Title Drop. Ich glaube nicht, dass sie das mag, aber ich drück's jetzt einfach, weil es ist halt. Doch! Oh! Kätzchen! Alter, ey. Katzen lieben immer. Glühwürmchen! Scheiße! Hühnchen! Ja! Monster-Kill! Was hast du noch? Ist der Glühwürmchen? Egal, die hat's auf jeden Fall am meisten bekommen. Gelüste! Ich bin ja schon neugierig, wer von den Hidden Dirty ist. Ich sag, die ist Hidden Dirty. Ja. War so klar. War so klar, sind immer die ruhigen, ey. Sind immer die stillen. Hemmungslos. Jetzt geht's aber los hier. Niedlich wird sie nicht mögen, aber sie mag niedliche Sachen. Ja. Willkommen zurück, Chris. Danke, wo ist meine Bezahlung? Hier hast du. Schön zu sehen, dass du dich Reis ausgenommen hast. Dass du nicht Reis rausgenommen hast, ist ja auch gar kein Starter. Ich kann ja. Mach dir mal keine Sorgen. Das hört sich für meine Verhältnisse jetzt vielleicht komisch an, aber ich halte meine Versprechen. So, da bin ich also wieder. Wie es aussieht, bin ich wohl der Letzte in der Top 4 der Pokémon-Liga. Für das Halten deines Versprechens, Chris. Das war nicht so eine Situation. Ich weiß, dass du dirty as fuck bist. Das habe ich eben herausgefunden. Gar nicht wahr. Ich hoffe sehr, dass du diese Verpflichtung nicht zu überwältigen ist. Sich kopfüber mit Literatur auseinanderzusetzen, wo du es doch nicht so gewohnt bist. Ach komm schon. Wer verdient kein Lob? Sayori hat mir erzählt, dass du in diesem Jahr überhaupt keinen Club beitreten wolltest. Aber jetzt habe ich es gemacht, oder nicht? Shut the fuck up. Letztes Jahr auch nicht. Ich habe gemacht. Ich weiß nicht, ob du vorhast, einfach herzukommen und abzuhängen oder sowas. Aber wenn du uns nicht ernst nimmst, dann bist du hier fehl am Platz. Starke Worte von jemandem, der seine Manga-Sammlung in unserem Clubraum aufbewahrt. Ich kann nicht lesen. Natsuki kann sich wohl nicht ganz entscheiden, ob sie jetzt Monika oder Manga sagen möchte. Ich dachte, jetzt Manga oder Monika. Oh, das ist wieder Leute. Manga ist Literatur! It's called hentai and it's art. Anscheinend am Ende ihrer Weisheit anulangt, lässt sich Natsuki beleidigt in ihren Stuhl zurückfallen. Keine Sorge, Leute. Anime ist real! Anime ist real! Chris gibt immer sein Bestes, solange er Spaß hat. Das stimmt. Er hilft mir bei alltäglichen Aufgaben, ohne dass ich ihn vorher frage. Manchmal gebe ich auch mein Bestes, wenn ich keinen Spaß habe. Ja. Wie an sehr langwierigen... Mal kurz eine Frage. Passagen, ja. Kannst du den Chat auch größer machen? Ja, aber mache ich nicht. Okay. Ich hasse eiskalt, ey. Ich bin raus. Nein! Don't leave me. Wir wollen gelesen werden. Hallo, ich will der Community Aufmerksamkeit schenken. Zum Beispiel beim Kochen, mein Zimmer aufräumen. Wie verlässlich. Warum bist du eigentlich so weit aus dem Bild raus, Ju? Ich weiß es nicht.
die Kamera halt so ist. Die Rücken ein Stück. Na, was schon. Nee, ich muss mir die Kamera ein bisschen stellen. Guck mal. Sayori, das mache ich auch nur, weil in deinem Zimmer so ein Chaos herrscht, dass es schon wieder ablenkt. Außerdem hättest du schon mal beinahe dein eigenes Haus angezündet. Was? Mädel, what the fuck? Dinge passieren. Ist halt der Tollpatsch. Und deshalb, also... Der Tollpatsch ist eine Sache. Ihr Haus abgezündet. Abgezündet vor allem. Das wird doch nichts mehr, glaube ich. Ihr beiden seid wirklich gute Freunde. Neidisch? Da bin ich fast schon ein wenig eifersüchtig. Sag ich doch. Wieso denn? Du und Chris können doch ebenfalls gute Freunde werden. Ich bin mir sicher, wir sechs können gute Freunde werden. Oh, Moment, was? Achso, Sayori! Hä? Aber da sagt sie, Destruct Droid. Beamer scheint Sayori keinen Plan auf uns zu haben, in was für eine vertrackte Situation sie mich jetzt schon wieder hineinmanövriert hat. Wieso denn? Und sagt, wir können Freunde werden? Ach ja, Yuri hat dir heute sogar schon was mitgebracht, weißt du? Warte, Sayori. Denk mal drüber nach, Natsu. Hä, mir? Naja. Ich kipp auch vor, was in Ölfässer um und werfe Streichholz rein. Scheiße. Sei nicht so schüchtern. Es ist wirklich nichts Besonderes. Es waren doch nur 5, stimmt? Es waren nur 5. Nein, so wie ich es meinte, wären es 7 gewesen. Ich bin einfach der dümmste Mensch auf der Welt. Egal. Okay. Vergiss es. The blush. Sayori, liest es wie etwas ganz Großes weg. Dabei ist es wirklich nichts Besonderes. Richtig, Omega-Blush, das nehmen wir es, Falco. Was mache ich denn? Warum riecht's hier nach Popcorn? Ich weiß es nicht. Unten macht irgendein Popcorn wahrscheinlich. Wie fies, ey. Das ist voll heftig. Oh, es tut mir leid, Yuri. Ich hab nicht nachgedacht. Das ist der Gigablush, ey. Schätze mal, dass jetzt an mir hängen bleibt, die Situation zu retten. Hey, mach dir mal keine Sorgen. Um ehrlich zu sein, ich habe in erster Linie gar nichts erwartet. Von daher ist schon jede nette Geste eine angenehme Überraschung. Sie wird mich glücklich machen, egal wie minimal sie ist. Ist dem so? Ja, und wenn du willst, dass ich nicht an die große Glocke hänge, dann mache ich das auch nicht. Nun gut. Ja. Der Typ nimmt Yu ist auch Falco. Alle Falco. Yu greift in die Tasche, Yuri greift in die Tasche und holt ein Buch hervor. Buch? Ich hab keine Du wirst hier keine Bücher finden. Ich weiß. Nur ich wollte nicht, dass du ausgeschlossen fühlst. Ich wollte nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Oh. Also habe ich ein Buch herausgesucht, das dir eventuell gefallen könnte. Das ist sehr kurz, deswegen solltest du dich bei Laune halten, selbst wenn du normalerweise nicht so viel liest. Nicht so viel ist noch sehr nett ausgedrückt. Das ist, wisst ihr, wer das ist, Leute? Wisst ihr, wer das ist? Ne? Die ersten paar Jahre. Ja. Als Yuri zusammen waren. Ihre Familie schenkt mir einfach Bücher ohne Ende und ich sitze da so. Ja. Feels Birthday, man. Und wir könnten es, du weißt schon, diskutieren, falls du dir das wünschen solltest. Er ist also in der Mitte zwischen Falco und Falco. Falco! Wo fragst du denn? Das ist doch nicht möglich. Feels Birthday, man, ist so ein geiles Emote, ne? Wie kann sie denn jetzt wird auf einmal so unglaublich niedlich sein? Sie hat sogar extra ein Buch für mich rausgesucht, das mir gefallen könnte, obwohl sie doch genau weiß, dass ich alles andere als ein großer Lesefreund bin. Ich überlege gerade, ob ich eigentlich in meiner Schulzeit actually Leute in der Klasse hatte, die so diese typischen Hardcore-Klischees erfüllt haben. Nee. Gibt es solche Menschen überhaupt? Bestimmt, aber nee. Sowas? So ja, die typische so. Zundere oder die typische Mega-Schüchterne? Ich glaube nur, wenn du dich wirklich absichtlich so gibst. Nee, so aus dem Anime-Bereich eigentlich nicht. Nee, jetzt nicht so die Klischee-Zundere. Wobei, ich hatte sowas tatsächlich. Ich hatte so eine Zundere, aber die waren nicht gegenüber Jungs so, sondern eher allgemein so. Hm. Also, ich hatte ganz normale Menschen in der Klasse. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. Ja, okay, ich hatte also die Bitches und sowas, aber trotzdem. Ja, ja, genau, sowas hat man. Bitches hat man immer. Also die genau aus dem Ami-Film, die Bad Bitches, sowas, aber nicht sowas. Man hat die Nerd. Ja, danke, ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich bin der Nerd. Und Freak. Nerd Freak.
tust dir aus. Voller Enthusiasmus nehme ich ihr Buch an mich. Puh. Minecraft-Aufsammelgeräusch. Nun, du kannst es nach deinem Tempo lesen. Ich freue mich schon zu hören, was du denkst.